Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Jurassic Battle. Und der erste Dinosaurier, der hier heute antreten wird, das ist ein Baryonyx, beziehungsweise nicht einer, sondern sogar zwei. Und diese werden übernommen von André Hatake und Mijandro. Und das hier ist der zweite Kontrahent für heute. Und das sind drei Herrerasaurus. Und die drei Herreras werden übernommen von Brickman, Harry Otter und Yelde Kaiser. Und der letzte Kandidat für heute, das ist ein Tyrannosaurus Rex. Und den Tyrannosaurus Rex, den übernimmt Rexnatic. Jetzt sind alle Kandidaten gelandet und der Kampf geht jetzt hier los. Im Hintergrund laufen schon die Herreras ein bisschen aufgescheucht rum. Und nicht, dass die jetzt gegeneinander kämpfen. Oh, das sieht fast so aus. Das ist natürlich richtig ärgerlich, dass sie sich direkt angreifen hier. Und die Baryonyx auch im Hintergrund. Was ist denn hier los? Die Modifikationen sind, wie gesagt, alle zufällig. Deswegen kann natürlich auch sowas passieren. Weil normalerweise würden die sich doch verstehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Also eigentlich ist das hier im weißen Bereich. Ich weiß jetzt nicht, warum die sich angegriffen haben. Sehr, sehr seltsam. Aber so ist das. So ist Jurassic Battle. Da kann es auch passieren, dass sich Teammates gegenseitig angreifen. Der Rex liegt hier halt jetzt schon voll lange. Der scheint hier echt die Ruhepause zu nutzen. Und lässt erstmal die ganzen Kleinen gegeneinander kämpfen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Die beiden Barrys. Der eine ist ein bisschen angeschlagen. Oh, die zwei Herreras jagen sich schon wieder. Ja, es geht aber alles noch von den Werten, muss man sagen. Oh, passiert jetzt hier was? Die beiden gehen auf jeden Fall aufeinander so ein bisschen los, stellen sich gegenüber. Ich glaube, die schreien sich erstmal nur an. Ne, jetzt kämpfen sie auch so, wie es aussieht. Oh, und damit ist Harry Otter raus. Oh, krass. Mit einem Schlag wurde er getötet von Rexnatic. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die eher in der Gruppe angreifen, die Herreras. Aber die scheinen echt alleine zu kämpfen. War das schon immer so? Ich dachte, die zählen als kleine Fleischfresser, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich dann ganz schön schwierig, wenn man dann mit der Körpergröße gegen den Rex ran muss. Na, die beiden scheinen sich hier wieder zu trennen. Wie sieht es denn eigentlich lebenstechnisch aus? 56, 100, da auch 100, 65 und der Rexy auch 100. Also bis jetzt ist leider nur Harry Otter ausgeschieden.
Der Herrera gegen den Baryonyx. Und der erste Baryonyx ist raus. André hat Hacke. Brickman hat ihn ausgeschaltet. Das geht hier echt wieder mega schnell. Aber die kleineren Dinosaurier, die scheinen sich gerade echt sehr viel zu verletzen. Und der Rex macht alles richtig. Der chillt halt sein Leben. Der liegt die meiste Zeit auf dem Boden, wälzt sich so ein bisschen und wartet dann ab, bis die Gegner halt so angeschlagen sind, dass er die dann abstauben kann. Ziemlich kluge Taktik, muss man sagen. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Oh, er schnappt sich jetzt, glaube ich, doch nicht den nächsten Herrera. Er schreit ihn nur richtig ins Ohr. Ist aber auch der Angeschlagene. Oh, so wie es aussieht, haben wir jetzt gleichzeitig so einen Doppelkampf. Baryonyx gegen Herrera und im Hintergrund ein weiterer Herrera gegen den T-Rex. Boah, der Herrera wird jetzt hier hart getroffen. Und im Hintergrund one-shottet der T-Rex den anderen Herrera. Und hier ist der andere Herrera auch von dem Baryonyx getötet worden. Okay, damit ist Team Herrera-Saurus ausgeschieden leider. Brickman ist gestorben und Gelde. Jetzt wird das Ganze ausgemacht zwischen Miandro und zwischen Rexnetic. Die sind, glaube ich, beide bei 100%. Also es wird hier ein spannendes 1 gegen 1. Der Vorteil ist natürlich bei dem Tyrannosaurus, der ist wesentlich größer und schwerer. Ich glaube, jetzt passiert was. Beiden stellen sich gegenüber auf. Und ich glaube, jetzt wird gleich die dritte Folge entschieden werden. Ein harter Treffer von dem Rex. Aber der Baryonyx wehrt sich. Und noch ein Treffer. Boah, das ist richtig ausgeglichen. Das hätte ich nicht gedacht. Und die beiden trennen sich jetzt hier auch nochmal. Krass. Aber der Baryonyx ist mega blutüberströmt. 44%. Wir gucken jetzt mal. Nee, er regeneriert nicht. Also er geht runter. Er scheint so stark verletzt zu sein, dass er hier nicht mehr regeneriert. Aber er ist auch im roten Bereich, was Wasser angeht. Das ist schlecht. Wie sieht's denn bei dem Rex aus? Oh, der ist auch gleich im roten Bereich. Das hat hier schon eine Weile jetzt gedauert. Der scheint aber zu regenerieren. Also der ist auf jeden Fall gestiegen. Jetzt wird es, glaube ich, hier gleich entschieden. Sieht ganz, ganz schlecht aus für den Baryonyx. Und der wird jetzt hier nochmal hart getroffen und geht zu Boden. Und damit hat Rexnetic das Ganze hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Rexnetic. Du kommst ins Finale und dort wirst du dann nochmal gegen andere Dinosaurier antreten. So, er kann sich jetzt hier ein Schlückchen gönnen. Und ich würde sagen, das war's mit der dritten Folge von Jurassic Battle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und falls ihr in der nächsten Folge auch mal mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal Hashtag JB unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.